Sätzen im Bann des Zyklopen beginnt mit... beginnt als... Credits? Wirklich? Ich meine, man muss es so verstehen. 1977, als sich George Lucas bei Star Wars dazu entschieden hat, am Anfang des Films keine Credits, keine Namenseinblendungen der Hauptdarsteller zu liefern, war das ein Skandal, der damals sogar die Screen Actors Guild auf den Plan gerufen hat. Und heutzutage ist es mehr oder weniger schon so Standard, dass es keine Credit-Einblendungen mehr gibt, dass es mich fast aus der Bahn geworfen hat, dass es das bei Percy Jackson 2 doch noch gab, wobei... Natürlich hat das Ganze einen anderen Grund, weil Percy Jackson im Bann des Zyklopen ist ja immerhin ein 3D-Film und da müssen wir möglicherweise jede Chance nur nützen, dem Zuschauer noch am Anfang irgendwelche Namenseinblendungen ins Gesicht fahren zu lassen, weil solange das nicht das Einzige ist, was der Film fahren lässt, dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall startet dann der Film tatsächlich mit einer Backstory, natürlich während der Credit-Einblendungen wird schon nicht wahnsinnig aufregend, aber doch moderiert, wie es quasi zu diesem Lager, wo diese Halbgötter alle untergekommen sind, gekommen ist, weil die Kinder von Göttern und Sterblichen sind ja eben Halbgötter, Halbblüter und können nur auf dieser einen Insel gut überleben. Was man daran zum Beispiel schon sieht, ist, wie dann vier Kinder versuchen, in dieses Refugium zu kommen, stirbt dabei schon eine bei einem Angriff von Zyklopen. Ganz ehrlich, wenn ihr Vater Zeus ist, warum hat er sie dann nicht irgendwie persönlich in die Schule gebracht? Würde das nicht irgendwie ihre Überlebenschance erhöhen? Oder hat Zeus gleichzeitig so viele Halbgötterkinder, dass er einfach nicht die Zeit hat, 400 Kinder gleichzeitig in die Schule zu bringen? Und vor allem, wenn es Zeus dann sogar fertig bringt, ihr irgendwie eine Fähigkeit in die Wiege zu legen, dass sie sich, wenn sie schon stirbt, noch in einen Baum verwandeln kann? Worst Superpower ever. Warum kann er ihr dann nicht irgendetwas geben, das was... bringt, keine Ahnung. Wieso kann er dann nicht irgendwie sagen, Unsichtbarkeit bei HP unter 10%, ich weiß es nicht, irgendetwas, das nicht ein Baum ist, ja? Und ich meine, das ist das Allerschlimmste, ja? Stellt euch das vor, wir haben eine Halbgöttin, die von einem Zyklopen getötet wird und zu einem Baum wird. Und dann kommt irgendeine Papierfabrik her und sie endet nachher noch als K1-Plakat. Aua, das wäre ein tiefer Fall. Naja, auf jeden Fall, gibt's da noch eine kurze Trainingssequenz. Wir schalten übrigens schon ein paar Jährchen in die Zukunft, wo die ganzen Halbgötter schon etwas älter sind, wo es auch Percy Jackson quasi schon gibt. Und wir haben quasi eine nahtlose Überleitung zu diesem immer wieder unwillkommenen Plot, dass der Hauptcharakter eigentlich ziemlich depressiv ist, sich für schwach hält und eigentlich gar nicht mehr weitermachen will. Liebe Percy Jackson 2 Filmemacher, wie seid ihr auf die tolle Idee gekommen, dass dieser Plotpoint, der The Dark Knight Rises fast ruiniert hat, ihrem kleinen Film keinen Schaden zufügt? Weiß es nicht, Percy Jackson wird dann ins Big House zitiert, versteht nicht warum, weil er meint, er hat die Arena wie gefordert zusammengeräumt und er hat sogar Staub gesaugt. Vielleicht wirst du deswegen irgendwie in die Nachbarzelle von Leonardo DiCaprio auf Shutter Island befördert. Ich meine, ganz ehrlich, wer auf die Idee kommt, eine Arena, die im Freien liegt, mit einem Staubsauger zu reinigen, könnte möglicherweise sein, dass das irgendwie diesen Lehrer, der, ich mir sicher bin, irgendwann einmal noch ähnlicher ausgeschaut hat wie James Bond, nicht ganz gut gefallen hat. In dem Big House erfährt dann Percy Jackson, dass er einen Halbbruder hat, einen Zyklopen. Irgendwie finde ich es wahnsinnig ironisch, dass einer der Hauptcharaktere in einem 3D-Film selbst nicht 3D sehen kann. Aber trotz seiner mittigen Einäugigkeit und damit wahrscheinlich einer komplett anderen Kopfform, kann er sich natürlich, nachdem er beleidigt wird, ganz problemlos eine Sonnenbrille aufsetzen, die auch natürlich perfekt, wie auf ihn passt. Nicht, dass möglicherweise die Tatsache, dass man nur ein Auge hat, irgendwie eine andere Nasenform bedeuten würde. Lassen wir das. Es schaut auf jeden Fall etwas dämlich aus, erspart aber dem Film zumindest ein bisschen Special Effects Budget. Man muss es positiv sehen. Außerdem bin ich dann wahnsinnig überrascht, weil ich habe schon gesagt, dieser eine Lehrer, der eigentlich ein Zentaur ist, das heißt halb Mann, halb Pferd. Und es gibt einige Aufnahmen, wo man ihn eben als Zentaur sieht, aber die meiste Zeit, wo Percy Jackson mit ihm redet, geht die Einstellung genau so geschickt nur zu dem Teil seines Körpers, der tatsächlich Mensch ist, dass man sich auch da sehr geschickt das Special Effects Budget gespart hat. Ich meine, ganz ehrlich, im ersten Teil wurde der Typ von Pierce Brosnan gespielt, jetzt von
jemand anderem? War das nicht schon genug Einsparen für einen Charakter? Musste man das auch noch so offensichtlich verändern, dass man da irgendwie null Aufwand betrieben hat? Ich meine, ganz ehrlich, wir sehen ein Camp, das ausschließlich aus Halbgöttern und Fabelwesen besteht, und teilweise habe ich das Gefühl, dass das Abercrombie und Fitch T-Shirt, was vielleicht irgendjemand in der 10. Reihe anhat, das teuerste Stück Effektkostüm ist, das es in dem ganzen Teil irgendwie gibt. Plötzlich taucht dann ein mechanischer Transformer Minotaurus an, und die Betonung liegt in dem Fall auf plötzlich, weil Übergänge zwischen Szenen, wer braucht denn sowas? Der Kerl sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Endgegner aus Final Fantasy, und wenn jetzt nicht alles täuscht, dann sind sogar dessen Soundeffekte wirklich direkt aus Transformers, beziehungsweise nur halt extrem stark an Transformers angelehnt. Nicht, dass man irgendwie sich selbst was einfallen hätte lassen sollen, ganz ehrlich. Da nimmt man einfach die Soundeffekte von Transformers, die Kampfstier-Szene aus Duell der Magier und kombiniert zwei der größten Geniestreiche Hollywoods zu dem. Nach einer kurzen und herrlich durchschnittlichen Action-Szene kann dann Percy Jackson mit seinem letzten Gadget von Q, irgendeiner Art Druckkugelschreiber, das sich zu einem Schwert umfunktionieren lässt, diesen Minotaurus besiegen. Und dann steht noch ganz kurz Mr. Exposition vor Percy, und der ist ganz sicher nicht der Bösewicht des Films. No. Dieser ganze Dome, diese Kuppel um das Camp herum ist außerdem noch beschädigt. Der Mädchenbaum, von dem ich am Anfang des Reviews schon erzählt habe, ist außerdem vergiftet. Und Percys Freunde finden heraus, dass es eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu reparieren, das Ganze zu retten, nämlich das goldene Vlies. Ein Lehrer meint dann, ja, das ist im See der Monster, auch bekannt als Bermuda-Dreieck. Dort sollten meiner Meinung nach aber nur erfahrene Mitglieder der Dharma-Initiative hin. Percy erfährt dann noch irgendwas von einer Prophezeiung, und will irgendwie herausfinden, ob er jetzt quasi tatsächlich der Auserwählte ist, der diese Halbgötter-Matrix reparieren soll. Geht dazu in ein Gebäude, wo er quasi auf dem Dachboden eine vom Cryptkeeper animierte Backstory erzählt bekommt, und dieses Orakel quasi meint, er würde aber den Olymp zerstören. Ganz ehrlich, Orakel ist dann doch, finde ich, ein bisschen ein hochgestochener Begriff für jemanden, der das Drehbuch gelesen hat, oder? Auch wenn der Lehrer dann im Endeffekt andere Leute damit anheuert, das Vlies zu holen, wie sollte es in einem klischeehaften Film auch anders sein, gehen Percy und seine Freunde natürlich ebenfalls auf den Weg, und Percys Bruder meint, hey Leute, ihr habt noch keinen peinlichen Comic Relief im Gepäck, bitte nehmt mich auch noch mit. Supidupi, der Charakter ist für die Handlung in etwa so wichtig wie Rob Schneider für Judge Dredd, aber aus Insert Plot Convenience hier, weil das Vlies auch bei einem Zyklopen ist, ist es ganz toll, dass man einen Zyklopen dabei hat. Wow, das war einfach. Auf jeden Fall, damit wir nicht noch irgendwie dauernd Sonnenbrillen tragen müssen oder diese Augen animieren, gibt's noch ein ganz spezielles Parfum namens Mist. Ein Parfum, was, glaube ich, auch relativ stark auf das Drehbuch von Percy Jackson 2 gesprüht wurde. Das ist ein ganz, ganz besonderes, magisches Dingamajig, das quasi alles Mystische normal machen kann. Was quasi bedeutet, der Zyklopenbruder hat plötzlich zwei ganz normale Augen. Was toll ist, weil so können wir uns nicht nur das Special Effects Budget sparen, sondern auch noch den Vertrag mit dem Sonnenbrillenhersteller kündigen. Yippie-yay! Das sollte vielleicht irgendjemand auch noch David Caruso SMSen, ich weiß es nicht. Nachher fragt der Typ dann noch, und? Wie sehe ich aus? Wie eine absolut peinliche Plot-Convenience. Können wir jetzt weitermachen? Percy und Co. rufen dann ein Taxi, das natürlich gleich kommt mit dem Wald. Aber gut, anders würde mir auch nicht einfallen, wie man möglicherweise die fahrende Ritterszene aus Harry Potter 3 so furchtbar schlecht kopieren kann. Und dadurch, dass sich dieses Taxi dann irgendwann einmal noch in der Mitte teilen kann und Percy Jackson quasi noch in der Mitte steht und fast gegen irgendwelche Bäume geschleudert wird, denke ich mir, ja, zum Glück sind da nicht irgendwelche Kuschelteddybären mit Stolperfallen. Das könnte die Sache möglicherweise auch erschweren. Dann haben wir außerdem noch drei Taxifahrerinnen vorne sitzen. Die behaupten, sie haben eine Taxilizenz. Das Einzige, was sie allerdings nicht haben, sind Augen. Bilde ich mir das an der Stelle irgendwie nur ein, oder hat Percy Jackson 2 irgendwie so eine Art Augenfetisch? Die einen haben zu wenige, die anderen haben gar keine. Den Zuschauern tun wegen der 3D-Effekte in dem Film mittlerweile die Augen weh. Ich weiß es nicht. Die Fahrerinnen beginnen dann natürlich sich zu streiten, schlagen sich. Der einen Fahrerin fliegt dann das einzige Auge, was sie zu dritt haben, also
1 statt 6, super Quote für Taxifahrer, fliegt dann hier raus wie in Midnight Meat Train und dann meinen sie irgendwie, ja, wir wissen was über die Prophezeiung. Percy Jackson will sie natürlich ausfragen, weil sie nichts sagen, hält ihr das Auge aus dem Fenster des Taxis, was ich sehr, sehr cool finde, weil er war ja doch derjenige, der vor einer Minute noch irgendwie meinte, stopp, ihr müsst stehen bleiben, wir können mit euch nicht mitfahren, ihr habt nur ein Auge. Und jetzt ist er quasi derjenige, der sie damit erpressen will, dass sie letztendlich gar kein Auge mehr haben. Irgendwie passt das vielleicht nicht so ganz zusammen. Auf jeden Fall meinen die Fahrerinnen, sie haben etwas im Kopf, was mit dieser Prophezeiung zusammenhängt, sagen ihm das, das sind allerdings irgendwie nur Zahlen. Ah, schon die zweite Gemeinsamkeit mit Lost, das heutige Review ist irgendwie verdammt einfach. Allerdings, wie sagt man doch so schön, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Wie man allerdings in dem Fall das bezeichnen kann, wenn quasi Sachen, die man aus zig anderen Filmen und Serien schon hundertmal besser kennt, holprig zu irgendeinem Plot kombiniert wird, der im Endeffekt so kohärent ist wie Rapunzels Haare, das nach 10 Jahren in diesem Turm sein sollten, wenn sie quasi nicht jeden Tag gestriegelt wird, ich weiß es nicht, ist dann wahrscheinlich eine andere Sache. Nach einer kurzen Kaffeepause, die, muss ich zugeben, sich der Film wirklich gönnen darf, bei dem rasanten Erzähltempo, das er bis jetzt an den Tag gelegt hat. Ich meine, es sind ja bis jetzt immerhin erst 40 Minuten vergangen, da stört es dann irgendwie dann auch gar nicht, dass in der nächsten Szene, wo sie quasi zu Hermes gehen, um schnell zum See der Monster zu kommen, der dann irgendwie einen Stab in der Hand hat, wo dann zwei Schlangenköpfe sind, die sich zu streiten beginnen, und das noch auf so großartigem Niveau, dass dann die eine Schlange zur anderen Schlange quasi sowas meint wie, oh no you didn't, und warum hat man das nicht aus dem Film streichen können? Ich meine, gut, Hermes wird zumindest gespielt von Nathan Fillion, der fast noch als er selbst zu erkennen ist. Das ist zumindest einmal ein ansatzweise fast dezenter Lichtblick für diesen Film. Nachher wissen sie dann quasi, sie müssen auf das Schiff von Mr. Exposition Bad Guy, um quasi dorthin zu kommen. Deswegen bitten sie Poseidon, Percy Jacksons und Zyklopis Vater um Hilfe, der schickt quasi sein Seepferdchen vorbei und mit diesem riesigen schwimmenden Pferd kommen die drei Leute natürlich, ohne dass sie irgendjemand hören oder sehen konnte, an dieses Schiff dorthin. Ich meine, ganz ehrlich, außerdem hat der Zyklop noch einen Rucksack, der etwa so scheppert, als wäre er der Silver Deep aus Texas Chainsaw 3D. Ich meine, vielleicht ist die Erklärung, wieso die anderen sie nicht hören können, irgendwo in Percy Jackson 1 vergraben und hab's irgendwie schon vergessen, weil dort gibt es dann sicher auch noch die Erklärung, wieso diese ganzen Halbgötter und Götter in der normalen Welt arbeiten können, ohne dass die Menschen ihre Fähigkeiten sehen. Dazu bräuchte man natürlich irgendwie einen Film, dem noch nicht alles komplett wurscht ist, aber selbst ein guter Film, ich glaube, selbst ein guter Film könnte es nicht schaffen, daraus irgendwie Sinn zu machen, wenn dieser eine Café-Shop-Typ bei diesem Starbucks-Verschnitt einmal mit 6 Armen und einmal mit 2 Armen dasteht, je nachdem, ob ihn jetzt ein Mensch oder ein Halbgott anschaut, weil selbst wenn er quasi mit diesem Mist-Parfum-Teil sich die Arme nicht entmystifiziert und normalisiert hat, hätte er dann auch nur mehr 2 Arme und könnte damit nicht gleichzeitig 6 Tässchen Kaffee befüllen. Weil selbst wenn ihn dieser normale Mensch anschaut und er sieht quasi, oh, der Kerl ist so normal, der hat nur 2 Arme, wie kann der dann mit 2 Armen gleichzeitig 6 Kaffee machen? Und außerdem natürlich, wie man den Schnitt von diesem T-Shirt passend ändern kann, dass einmal 2 und einmal 6 Armöffnungen drinnen sind, ist wiederum eine komplett andere Frage, aber wieso soll ich über den Film mehr nachdenken als die Drehbuchautoren? Offensichtlich haben wir noch einen großen Twist vor uns, weil Mr. Bad Guy Exposition ist tatsächlich der Bad Guy. Wow, wow, damit habe ich echt nicht gerechnet. Das ist in etwa so überraschend, wie das Tonto in Lone Ranger quasi Comic Relief war. Wow, er sperrt unsere Gruppe ein und während er dann bei irgendeinem unruhigen Seegang Schach spielt und quasi ganz entspannt zuschaut, ihm dieses Schachbrett in der Gegend herumfahrt, das wäre doch irgendwie eine interessante Alternative gewesen für Robert Redford in Always Lost. Ich weiß es nicht. Unsere Gruppe kann dann natürlich entkommen, indem dieser extrem unruhige Seegang, ich meine ganz ehrlich, die Leute, dieses Boot schaut so aus, als wäre es inmitten von Der Sturm mit George Clooney gelandet. Deswegen
Nicht, dass sie irgendwie durch die Gegend geschleudert und dabei verletzt werden. Nein, dieser extrem unruhige Seegang kann gerade einmal dafür sorgen, dass sich der Rucksack von einem vom Haken löst, direkt an die Zellwand gebracht wird und damit können sie sich dann irgendwie befreien. Das Rettungsboot kriegen sie frei, indem sie gegen eine Wand klopfen und dort fahren sie dann quasi mit so einer Art Druckluftantrieb aus der Dose. Wie gesagt, es gibt alles aus der Dose. Glaube ich das einmal. Percy Jacks natürlich kann auf einer Welle nachreiten. Der Böse springt ebenfalls auf die Welle, geht ihm nach. Was eine wahnsinnig clevere Idee ist, weil nachdem er der Sohn von Poseidon ist, hat er sicher nicht irgendeine Möglichkeit, um dich da relativ schnell loszuwerden. Achso, er macht einfach so, dann spritzt die Handgelenkswasserpistole in deine Richtung und du fliegst weg. Ah, clever, so kann man es natürlich auch riskieren, fast zu ertrinken. Das ist doch in etwa so, wie wenn man sich bei Spider-Man ans Netz dazu hängt. Die Gruppe ist jetzt wieder vereint, fährt dann mit dem Schlauchboot ans offene Meer. Ah, ich würde lachen, wenn sie dann auch irgendwo gegen die Studiowand krachen. Das Boot kommt dann irgendwo mitten im Sea of Monsters zum Stillstand und plötzlich tauchen so flossenartige Teile an. Alle natürlich sagen, bitte sag, dass es keine Haie sind, bitte sag, dass es keine Haie sind, bitte sag, dass es keine Haie sind. Sag ich auch, weil ganz ehrlich, den das Monopol auf schlechte High-Special-Effects hat die Asylum, da hat Percy Jackson gar nichts zu sagen. Nein, aber nein, es sind gar keine Haiflossen, es sind in Wirklichkeit nur die Zähne von einem hydrophilen Starlag-Pit. Starlag-Pit, sorry. Die Gruppe wird dann natürlich da hinein gesaugt und landet dann irgendwie in einem komischerweise beleuchteten Magen von Moby Dick. Und das, wie erklärt wird, ist dann angeblich das Bermuda-Dreieck, wo quasi alles, was verschwindet, drinnen landet. Genau, wie zum Beispiel Flugzeuge. Lassen wir das. Auf jeden Fall wäre das möglicherweise die einzige Idee gewesen, wie das Ende von Lost noch weniger Leuten gefallen hätte können. Im Magen von diesem ganz gigantischen Bermuda-Dreieck-Drachen treffen sie dann auch auf den restlichen Trupp von dieser Halbgötter-Halbinsel und können sich durch eine halbautomatische Bordkanone wieder ins Freie schießen. So halb. Wenn mir jetzt noch irgendjemand halbwegs sinnvoll erklären könnte, wie ein normales Boot zu einem U-Boot umfunktioniert wird, wie das natürlich unter Wasser fahren kann und dann trotz einer Metallkonstruktion wieder auftauchen kann, dann wäre ich nachher auch schon wieder halbwegs zufrieden. Der Kurs, den Sie jetzt einschlagen müssen, ist übrigens genau die Zahlstation, die Ihnen die Taxifahrerinnen vorher gesagt haben. Ah ja, Filme oder Serien mit wiederkehrenden Zahlenkombinationen. Welche Reference könnte ich dann schon wieder machen? Nein, langsam wird's fad. Ganz ehrlich, die Koordinaten führen Sie irgendwie auf ein verlassenes Jahrmarktland. Da sollten Sie sich besser von Splicern in Acht nehmen. Nein, Sie nehmen natürlich nur die Indiana Jones Gedächtnisachterbahn nach unten. Und nach einer relativ kurzen Fahrt meint dann der Zyklop, ich dachte, das würde mehr Spaß machen. Mein Review von Percy Jackson im Bann des Zyklopen in 5 Sekunden zusammengefasst. Herrlich. Sie landen dann in Wirklichkeit in einer unterirdischen Schatzkammer von einem Jahrmarkt-Zyklopen, der dort seine Beute hat und einige Lichterketten hat, wie der natürlich unterirdisch diese Lichterketten irgendwo anstecken und beleuchten kann, ist eine andere Frage, aber wir kommen jetzt quasi zur ersten lustigen Szene von Percy Jackson 2, weil Grover, einer von Percys Freunden, hat sich quasi eingeschlichen bei diesen Zyklopen, hat quasi Frauenkleider an und hat so ein riesiges Wackelauge auf die Stirn getackert. Wo er das auf die Gage gefunden hat, ist natürlich eine andere Frage. Auf jeden Fall trägt der Zyklop das gesuchte Vlies, die Gruppe schafft es irgendwie, ihm das zu klauen und natürlich schafft es auch, bei der Flucht ihm irgendwie einen perfekt passgenauen Stein genau so in den Weg zu rollen, dass der Zyklop gefangen ist und nicht mehr rauskommt. Natürlich wartet auf der anderen Seite schon Mr. Evil McNasty Bad Guy und kann sie dann irgendwie überwältigen, woher der allerdings die genauen Koordinaten hat, ohne mit dem Taxi gefahren zu sein, ist wiederum eine andere Frage. Der Zyklopenbruder fängt natürlich einen Pfeil für Percy ab, stürzt dann ab und der Böse verwendet das Vlies auf irgendeiner Art Mega-Bundeslade, hat Percys Leute gefesselt, aber natürlich wurden sie von niemandem durchsucht, werden auch nicht bewacht. Deswegen kann Percy ganz einfach sein Druckkuli-Schwert auspacken, sich befreien, die anderen befreien und gegen den Bösen kämpfen. Und jetzt bitte alle mitsprechen, wie der Film weiter verläuft. Erstens, Percy unterliegt im Kampf. Sehr gut gemacht. Zweitens, Percy wird in letzter Sekunde gerettet. Genau. Und zwar von dem
Bruder, ja, weil er ist ja gar nicht tot, weil als Sohn von Poseidon hat ihn das Wasser geheilt. Ja, ja, wie ich diesen Film hasse, verdammt nochmal. Dann auf jeden Fall taucht plötzlich ein riesiger Lavateufel auf, oder wie man ihn auch nennen könnte, das einzig Coole, was der Film ansatzweise zu bieten hat, weil, wie die den Teufel gemacht haben, ist ziemlich cool, weil der besteht so aus einzelnen Steinen mit so Lavateilen dazwischen. Hey, warte mal, war das nicht irgendwie in Zorn der Titanen auch so ähnlich? Naja, auf jeden Fall setzt er sich immer wieder aus diesen klitzekleinen Steinen zusammen, kann aber dann mit Percys magischem Schwert doch relativ schnell besiegt werden. Das Einzige, was mir ehrlich gesagt bei dem Kampf zwischen Percy Jackson und diesem Lava-Monster noch fehlt, ist, dass ich rechtzeitig auf Kreis drücken muss, dass Kratos nicht zerquetscht wird. Andere Monster, für dieses Special Effects Budget natürlich auch nur so zu halb gereicht hat, werden ebenfalls noch besiegt, und weil eine aus Percys Gruppe verletzt ist, müssen sie die Fähigkeiten von diesem Vlies vorher noch einmal austesten, bevor sie es zurückbringen können. Percy übergibt das Vlies allerdings in der Schule nicht selbst, sondern gibt es quasi derjenigen, die eigentlich auf die Mission geschickt wurde und in Wirklichkeit gar nichts geleistet hat. Lassen wir das damit, sind Ferngully, die Halbgötter, Halbinsel und natürlich auch der Mädchenbaum gerettet. Sie legen das Vlies nieder, und die wichtigste Lektion der ganzen Sache ist natürlich, Percy akzeptiert jetzt endlich auch seinen Bruder, obwohl der ganz anders ist. Oh, hat das wehgetan. Und natürlich brauchen wir zum Schluss noch eine Kitschüberdosis, weil dieses Vlies ist sogar noch mächtiger als ursprünglich gedacht. Es konnte den Baum nicht nur retten, sondern sogar das Baummädchen wiederherstellen. Wieso die natürlich, wie sie unter dem Baum gelegen ist, dann letztendlich auch noch gewachsen ist, ist wiederum eine andere Frage. Ganz ehrlich, Percy Jackson 2 ist aus, und ich gebe mich mittlerweile mit allem zufrieden, dass mich nur irgendwie schneller in Richtung Abspann bewegt. Ich sage jetzt an der Stelle mal ganz deutlich, Percy Jackson, Diebe im Olymp, hat mir damals relativ gut gefallen. Natürlich ist es kein perfekter Film, natürlich sollte man über gewisse Sachen nicht allzu lange nachdenken, aber er war für mich genau die Form von Teenie-Abenteuerfilm, der selbst mich noch irgendwie unterhalten kann, der einfach dynamisch war, der Action hatte, der Fantasy hatte, der coole Darsteller hatte und der außerdem einen gewissen Drive und eine gewisse Dynamik hat. Wenn wir uns jetzt die Fortsetzung Percy Jackson im Bann des Zyklopen anschauen, müssen wir mehr oder weniger mit einem Rotstift jedes einzelne von diesen Teilen durchstreichen. Percy Jackson 2 ist eine unerträglich klischeehafte 0815 Einheitspreissoße, die wir in Wirklichkeit schon 500 Mal gesehen haben und davon leider 501 Mal wesentlich besser. Die Charaktere sind flach, es gibt keine coolen One-Liner, keine Sprüche, mit Ausnahme von Nathan Fillions kurzen Auftritt, nicht einmal irgendein Moment, der einen vielleicht kurze Zeit ins Schmunzeln bringt. Die Handlung ist grundsätzlich so langweilig und vorhersehbar, dass es einem beim Ansehen schon fast wehtut. Die Special Effects sind für eine überteure Hollywood-Produktion eigentlich auf erschreckend durchschnittlichem Niveau. Und wenn wir dann wirklich die einzelnen Effekt- und Action-Szenen hernehmen und wirklich sehen, was aus Transformers, Harry Potter, Star Wars und so weiter kommt, wo man sich so offensichtlich und so deutlich zu erkennen irgendwo anders bedient hat, dann finde ich es irgendwie schon fast nicht nur eine Frechheit dem Publikum gegenüber, sondern eigentlich schon fast peinlich. Ich will jetzt nicht irgendwie übertrieben wirken, aber für mich ist Percy Jackson 2 das verfilmte Armutszeugnis Hollywoods. Eine der größten Enttäuschungen, die ich mir im vergangenen Jahr angesehen habe, und damit ein Film, den ich auf keinen Fall weiterempfehlen möchte.